Total süß. Overheast, ja. Die Mutter packt ordentlich aus, liebe Freunde. Der war süß. Uwe hieß der. Nice. Yo, Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ja, liebe Freunde, ich bin wieder sehr gut gelaunt. Ich hoffe natürlich, ihr da draußen auch. Falls ihr das nicht seid, könnt ihr auf meinem Instagram vorbeischauen. Okay, das war irgendwie ein schlechter Übergang. Aber ihr könnt auf jeden Fall, falls ihr hier schon sehr supportive am Start seid, auch noch gerne auf meinem Instagram vorbeischauen. Habe ich ehrlich gesagt gar nichts dagegen. Dort werden auch alle paar Tage mal Amazon-Gutscheine einfach so in der Story verlinkt. Also es lohnt sich auch, die Benachrichtigungen einzuschalten. Und mir wurde ein Video zugesendet von euch, liebe Freunde. Ich habe noch nie mit meiner Mama, also das Mädel kenne ich persönlich selber noch nicht. Das Video ist natürlich für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Und sie spielt halt, ich habe noch nie mit ihrer Mutter. Und es sind halt auch, ja, sehr unangenehme Piep-Fragen dabei. Da werde ich auf jeden Fall viel Spaß haben, alles rauszupiepen und zu überbiepen und zu überreden. Ich würde sagen, wir fucken gar nicht lang rum, liebe Freunde, denn das Prinzip von ich habe noch nie kennt, glaube ich, jeder. Und wenn ihr das nicht kennt, ey. Ich kenne nicht. Dann habt ihr was verpasst in eurem Leben drin. Let's go, der HSE in 3, 2, 1. Mini-Werbung, Update, Update. Ich habe euch doch erzählt, wie viele Leute ohne zu abonnieren meine Videos schauen. Und ihr habt jetzt teilweise so hart abonniert, dass wir über 10% runtergegangen sind. Also wir sind jetzt im Plus, liebe Freunde. Also macht schön weiter so. Danke an alle Ehrenmenschen da draußen. Ich küsse eure Herzen. Mini-Werbung Ende. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wieder Hallöchen. Mama an meiner Seite und wir drehen heute an, das. So heißt ich habe noch nie, beziehungsweise ich habe schon mal Video, also Never Ever Ever, halt auf Deutsch. Das habe ich ja schon mit der Josie gedreht. Auf jeden Fall. Die Josie. Ich habe noch nie. Ihr kennt's, Leute. Ich habe auch noch nie mit der Josie gedreht. Oder haben wir schon mal, ich habe noch nie gedreht? Nee, können wir aber auch mal machen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr wollt, dass wir das mal machen. Ihr habt uns Fragen auf Insta gestellt und ja, es sind ein paar Fragen zusammengekommen und die werden wir jetzt beantworten. Oh mein Gott. 100% ehrlich und dann würde ich sagen, geht's los. Das sind auch ein paar Perverse, aber du musst sie nicht beantworten. Ehrlich. Pervers sowieso nicht, wir sind nicht pervers. Ich habe... Die Perverse zuerst. Ja? Nein. Doch, okay, das ist die erste ist auch schon direkt pervers. Okay. Ich habe noch nie im Wald gehabt. Im Wald? Ja. Im Wald noch nicht. Nee, ich spiel mal lieber nicht mit heute, oder liebe Freunde? Ich spiel. Nee, ich spiel nicht mit. Auch nicht. Die Ameisen. Nee. Vor allem, da denk, ich denke immer, wenn man an Wald denkt, dass es dunkel ist. Obwohl, nee, dann hast du keine Möglichkeit ohne Insekten und ohne Würmer und ohne Blätter und so. Und überall juckt es. Ja, genau. Ich habe noch nie Spielzeug benutzt. Ich hab noch nie. Ja, ne, in dem Alter, da hat man halt schon mal so Dinge ausprobiert, ne, und jetzt bei den jüngeren Menschen kommt das halt ganz drauf an. Ich möchte jetzt aber hier auch nicht als Sexualtherapeut wirken, deshalb machen wir doch einfach weiter mit dem Video, liebe Freunde. Aber die Fragen gefallen mir schon mal, das sind echt gute Fragen, also wird ein spannendes Video. Holt euch Snacks, habe ich schon gesagt, holt euch Snacks? Habe ich nicht, ne? Holt euch lieber Ananas. Holt euch Snacks. Langweilig. Ja, Mama, ich habe noch nie ein Video von mir nicht angeschaut. Ja, ich muss sie ja immer angucken. Ich habe das noch nie. Doch, ich habe alle angeguckt von meiner Tochter. Ich habe noch nie die Zeche gesehen. Ehrenmama. Zum Beispiel in der Kneipe, dass du gehst und nicht bezahlst. Nee, das habe ich noch nie gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass... Das tut mir leid. Das Nein, das habe ich auch noch nie gemacht. Du kriegst halt Karma. Du kriegst es halt sowieso zurück. Genau. Ich habe noch nie eine Woche lang nicht geduscht. Ich dusche immer. Ich habe safe schon mal eine Woche lang nicht geduscht. Igitt. Safe. Eine Woche ist aber schon krass. Das sind 7 Tage. Das ist schon echt viel. Das ist schon echt viel. Also ich würde doch nicht mehr safe sagen. So 4-5 Tage. Boah, so ja, kann gut sein, so als Teenie-Boy. Safe. Aber eine Woche weiß ich nicht. Kann ich nicht zustimmen. Einmal am Tag. Das ist eklig, aus dem Klebestand überall. Mama, halt das doch mal nicht in dein Gesicht, sondern unter dein Gesicht. Ah. Ich habe noch nie Gedanken über den Crush einer Freundin gehabt, also früher wahrscheinlich, weil jetzt. Was heißt denn? Also, du hattest noch nie zum Beispiel, deine Freundin steht auf jemanden und dann hast du über den, also so, wie wäre das denn? Nee, da brauche ich andere Reden. Nein. Nee, also ich muss auch sagen, weil ich auch meistens. Das wäre ja auch ehrenlos, liebe Freunde. Sowas macht man nicht. Ehrenlos. Die Freunde meiner Freundin nicht attraktiv und die sind direkt, sobald die im Leben der anderen sind. Nein, kenne ich die nicht. Also sind die nicht mehr relevant. Ich habe noch nie gepupst und so getan, als wäre es jemand anderes gewesen. Safe. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Ich habe noch nie einem Typen die falsche Nummer gegeben. Doch. Doch. Ich habe noch nie meine Eltern beklaut. Das musst du beantworten. Ja, und du? Hast du deine Eltern beklaut? Oh ja. Wie er erst so
10 Jahre später eingefallen ist. Ach so, ja gut. Ne? Ja, Leute, Eltern beklauen ist so ein Ding, ne? Ich habe früher mal Mama oftmals so, weil die von meiner Mutter, die Handtasche war immer im Flur. Und wenn ich mir die Schuhe angezogen habe, um in die Schule zu gehen, habe ich immer da kurz am Geldbeutel geguckt, was wäre unauffällig. 2-Euro-Stück oder vielleicht hat sie viele Fünfer drin. Habe ich 5er rausgenommen und dann habe ich mir Essen gekauft. Ich habe mich immer schlecht gefühlt. Immer schlecht gefühlt. Aber schon alles wieder zurückgegeben. Auf jeden Fall schon alles wieder zurückgegeben. Das musst du beantworten, als ob du keine Eltern hättest. Damals war noch Mark. 5 Mark habe ich meiner Mutter, aber die habe ich später Mama, du kannst das auch einfach ganz easy hochhalten. Du musst nicht hier so. Die habe ich später böse bereut. Ich habe so die Sänge gekriegt. Ich habe noch nie einen One-Night-Stand gehabt, deren Namen ich nicht wusste. Doch, ich hatte das eh noch nie. Doch, das hatte ich mal, aber ich kann euch nicht im Detail. Warst du da locker? Du warst betrunken. Genau. Wenn du jemanden ja, bekommst, das war in meiner tiefen Jugend, genau. Und ich weiß heute noch nicht mal seinen Namen, genau. Okay, ich habe... Das ist aber, du musst auch so eine Mutter haben, mit der du auf entspannt so ein Video drehen kannst, oder? Ist halt auch, Ehrenmutter. Ja, weiter geht's. Ich habe mich noch nie... Auf den nächsten Morgen. Ich habe mich noch nie nachts heimlich rausgeschlichen. Ich habe mich rausgeschlichen immer früher mit Arthur, aber ich hätte es auch gedurft. Und meine Schwester hat mich immer verpetzt. Und meine Mutter stand da mit Lockenwicklern an der Haustür und hat mich schon in Empfang genommen, beziehungsweise am Fenster, hat es wieder die Sänge gegeben und wieder Stubenrest. Aber das war meine Jugend generell. Das war halt immer so, die waren schon im Bett, weil meine Eltern gehen extrem früh schlafen, manchmal auch nicht, voll komisch. Lag ich halt und dann hat um 1 Uhr nachts irgendwie Arthur, lass kommen raus oder die Jungs. Oder. Aber ich bin dann, habe mich rausgeschlichen, war leise, aber ich hätte meinen Eltern hätten nicht gesagt, du bleibst hier. Ich habe noch nie ein was? Po-Loch geleckt. Nein, das habe ich auch noch nie. Nein, so rum. Warum hast du denn da nicht auch? Da kann ich nicht so. Was für Fragen aber ihre Community so stellt, ne? Interessant. Sexy geil sein, nein. Das geht gar nicht. Also nein. Vor allem bei Männern, bei Frauen würde ich es noch eher verstehen, obwohl ich das auch nicht so cool finde, aber... Nein. Also wir doch ja, da ist ja die Entfernung nicht so weit. Okay, ich habe noch nie so viel getrunken, dass ich den Weg nicht mehr nach Hause gefunden habe. Das habe ich nicht. Das heißt, ich habe. Ich finde den sowieso immer. Ja, ich bin aber auch nicht so exzessiv. Also nee, ich auch nicht. Ich war meistens. Sie reden sehr schnell und sehr viel. Ist euch das aufgefallen? Ich weiß nie, wann ich wirklich stoppen soll, um was zu sagen, weil ich das Gefühl habe, ich will die nicht unterbrechen, weil sie die ganze Zeit am Reden sind. Aber ich finde, die machen ihren Job gut. Man kann gut zuhören. Ich finde, also ich entspannte Mama auf jeden Fall und. Sie macht auch einen netten Eindruck, so ist cool, ja, gefällt mir. Gucken wir weiter, Daumen hoch, sauber, schön, abonniert mich und abonniert sie natürlich. Alles klar, jetzt wird's unangenehm. Cringe Ideen. Junge, du bist cringe. Richtig, da hat die Ananas mal wieder recht. Hast du standen, dann bin ich wieder nüchtern, dann bin ich nach Hause. Ich merke immer, wenn ich trinke, merke ich halt, wann ich so den Modus habe und dann höre ich auf. Ja. Und dann genieße ich das. Und dann komme ich wieder runter. Ich habe noch nie jemanden geküsst und es danach bereut. Also ich wurde geküsst und habe es bereut. Das habe ich nicht gemacht, sowas. So rum, ne? Also du hast noch nie geküsst, aber wurdest du schon mal geküsst und warst so, oh Gott, eigentlich wollte ich das. Ja, das habe ich halt auch. Aber dass ich jemanden geküsst habe und bereut habe. Ja, das habe ich auch noch nicht. Das kann man ja auslegen, wie man will. Ja. Lasst mich mal kurz überlegen, liebe Freunde. Ich glaube nicht. Also ich habe noch nie härtere konsumiert. Nee, habe ich noch nicht. Ich habe noch nie jemanden entjungfert. Ich habe noch nie jemanden entjungfert. Das kann ich ja nicht. Ich bin ja eine Frau. Mama, nein, wenn du das erste Mal für jemanden warst. Wenn der Junge noch nie mit jemandem geschlafen hat, du aber schon. Und ihr. Wie sie aber auch immer erklären muss und so, ne? Ist aber auch... Ach, ich weiß nicht. Ich finde das Video cute, Leute. Findet ihr auch? Ja. Seid ehrlich. Wie lange geschlafen habt miteinander? Also du, natürlich kannst du... Ich weiß nicht. Doch, habe ich dann schon irgendwie. Ja, du machst gerade, du hast noch nie. Doch, so. Ich habe noch nie. Ich habe noch nie meinen Eltern die Frage beantworten müssen, ob ich noch Jungfrau bin. Nee. Ja, müssen sowieso nicht. Ich habe gefragt. Nein, aber du... Ich hatte damals... Ja, aber ich habe dich immer angelogen. Das immer geschwindet. Nein, das heißt ja nicht beantworten müssen, auf die hätte dann eine über den Dötz gehauen, aber sondern so, die hat dich gefragt. Hat deine Mama dich gefragt, offensiv hast du schon was gesagt? Das hat's. Ja, dann haben wir beide. Ich habe noch nie jemanden zufällig nackt gesehen und den ich eigentlich hätte nicht nackt sehen sollen. Ja, habe ich. Hat jeder schon mal. Erzählen, ich schon, ja, genau, habe ich auch schon. Ich habe noch nie bei einer anderen Person gedacht. Ja, du. Echt? Krass. Josie? Komm mal her. Ich möchte eine ehrliche Antwort, weil die haben beide bei der Frage gesagt, sie haben. Schon mal, okay? Okay. Die Frage war, ich habe noch nie bei an jemand anderen gedacht. Nee.
Lügt Josie, Leute? Ich weiß es gerade nicht, Könnt ihr Körpersprache herausfinden? Ich weiß es gerade nicht, um ehrlich zu sein. Ich finde das komisch, dass beide waren so selbstverständlich so, ja. Nein, die Sache ist, bei Frauen so. Ist das anders. Warum? Weil Frauen schweifen schnell mit ihren Gedanken ab, auch beim... Und dann sind die bei Bruce Willis. Nein, bei mir. Nee, es kann doch jemand ganz random sein. Es kann deine Nachbarin sein, an die man denkt, keine Ahnung. Einfach, weil man gerade einen Gedankengang hat. Nein, das ist aber, dann geht der Gedanke auch schon wieder weg. Das ist aber so. Man denkt einfach über voll viel nach. Das ist aber häufig bei Leuten, die sich nicht fallen lassen können. Also, weißt du? Okay. Dankeschön. Sowieso. Also nicht, nein, nicht mein Papa, sondern früher, kann ich mir das vorstellen. Noch, ich habe noch nie nach dem Feiern einen Blackout gehabt und habe dann alles vergessen. Nein, das wäre ja nicht so. Ich habe das schon, weil ich da den Westenstich hatte und dann habe ich doch, umgekippt. Nee, hab ich Gott sei Dank noch nie. Ich habe noch nie eine Affäre mit einer verheirateten Person gehabt. Ehrlich! Ehrlich! Warst du da jung? Das finde ich ja, da in Holland. Der war süß. Uwe hieß der. Die Mutter packt ordentlich aus, liebe Freunde. Der war süß. Uwe hieß der. Nice. Uwe, grüß dich. Ich habe ihm aber dann den Freipass wiedergegeben. Also ich habe ihn dann losgelassen, damit er zu seiner Familie kann. Ich habe noch nie erotische Träume, Fantasien mit jemandem gehabt, den ich eigentlich nicht mag. Ich hatte es im Traum mit einem Rapper, den ich eigentlich gar nicht feiere. Und dann... Oh. Oh mein Gott. Ich habe noch nie mit mehr als 15 Leuten geschlafen. Also ich sowieso nicht. Mehr als... Nein, ich auch nicht. Um Gottes Willen. Mit mehr als 15 Leuten geschlafen? Ja, weiß ich ja nicht. Achso, insgesamt? Ja, also auch in meinem Leben. Ach, die dachte jetzt noch... Ja. Dieses Video ist, also... Sie halten sich auf jeden Fall kein Blatt vor den Mund. Kann man das so sagen? Ne, so, ja. Entschuldigung. Ich habe noch nie vor der Polizei fliehen müssen. Was heißt denn fliehen? So wegfahren oder was? Ja, also wir haben ja jetzt nie was Krasses gemacht, dass wir wirklich nach über die Grenze oder so mussten und dann geflohen sind, so richtig. Ja, das habe ich ja durch diese Dinge. Ja, aber ich meine so zum Beispiel, du hast jetzt zum Beispiel randaliert. Was nee, das habe ich nicht. Doch, ich schon. Also wir sind schon nicht. Öfter vor der Polizei weggerannt, weil wir nachts draußen waren und wir waren noch minderjährig und dann haben die uns gesucht und einmal da wurde randaliert und die dachten, wir wären es, aber wir waren es nicht. Und dann wollten wir wegrennen, damit die uns nicht unnötig... Aber die haben uns dann festgenommen. Bei der bekannten Gartenparty. Das war das. Ach, das war das. Okay. Ich habe noch nie gesagt, dass ich Single bin, obwohl ich in einer Beziehung war. Nein. Ah, wenn es vielleicht schon beim Ende war oder so, gell? Nee, oder du den anderen... Spannend war. Spannend. Ich habe noch nie heimlich meine Nachbarn beobachtet. Ich liebe das. Oh, ich auch. Ich finde das... Ich habe jetzt zwar nicht, aber auch manchmal spüren... Jetzt so, stellt euch vor, ich gucke gerade so dieses Video und das sind meine Nachbarn. Und dann ich so... Ah, so ein Ding ist das also. Gut zu wissen. Dann mache ich jetzt erstmal die Vorhänge zu. Ich immer dadurch, auch. Dass ich reifen gehe, gucke ich auch gerne in die Häuser rein und bleibe auch manchmal stehen und klotz länger. Ich habe noch nie den Wunsch gehabt, älter zu sein. Das hat doch jeder gehabt. So früher wollte ich immer 18 sein, jetzt will ich wieder 18 sein. Nein, ich wollte nie älter sein. Wie alt ist sie? Echt? Das Kind, nein. Würde mich interessieren. Also, doch, so mit 16, die ist auch, lass jetzt mal, wenn ich jetzt 18 wäre, Auto fahren. Und jetzt schon gar nicht, nein. Ich habe noch nie, oh, mit einem Arbeitskollegen gehabt. Ich ja sowieso nicht. Also. Doch, ich habe. Ehrlich? Ja, im Hotel mit meinem Kellner. Genau. Ich habe ja im Hotel gearbeitet. Ich habe... Freundschaft los. Das ist halt Osten gewesen. Wir wollen da ein bisschen lockerer. Die Mutter ist schon korrekt, ne? Kann man so sagen auf gut Deutsch. Ehrenmutter. Nicht schlecht. Nee, was soll ich sagen zu dem Video, liebe Freunde? Hier werden alle Fragen ohne Plattform und einfach beantwortet. Yalla, let's go. Ich rumlaufen. Genau. Ich habe noch nie so getan, als wäre ich betrunken. Früher. So ein bisschen. Ich muss jetzt antworten, wenn ich das nicht gemacht habe. Mit nicht. Ich habe nicht, ne? Ja, genau. Wow, dass du das Spiel jetzt hinterfragst. Mal 40 Fragen. Oh, ich habe noch nie ein übles Gerücht über jemanden in die Welt gesetzt, was gar nicht stimmt. Nee, so ganz wirklich. Hm, also, ich nee. Auch nicht. Nein. Vielleicht habe ich mal so ein bisschen gelästert was... und gehetzt. Ja, oder so ein bisschen, nicht so, also so eine falsche Wahrheit erzählt. Ja. So ein bisschen so, dass die Person etwas schlechter dasteht. Genau. So, aber nicht, dass sie die kaputt machen könnte oder so. Das ist ja schon kriminell. Ein Bild verschickt, für das ich mich im Nachhinein schäme. Nö. Also nicht, dass ich mich dafür schäme, sondern ich würde es gerne rückgängig machen. Einfach so, dieses muss ich sagen. Ja.
Oh, okay, wem hast du es geschickt? Arthur. Ah, okay. Ich habe noch nie ein Möbelstück beim... Wie sie es einfach noch sagt, an wen sie das geschickt hat und so. Sehr coole Mutter-Tochter-Beziehung auf jeden Fall. So, das würde ich jedem von euch empfehlen, wenn es nicht so ist, dass ihr auf jeden Fall sehr viel eurer Mutter erzählt, also die Mädels, ne? So, auch die Jungs, wenn sie wollen. Aber so mit der Mutter reden und die Erfahrungen austauschen und so, das ist eure Mutter, die wird euch für nichts böse sein oder euch nicht schief angucken. Außer es ist jetzt ein sehr verrüttetes Verhältnis natürlich. Dann ist es was anderes, aber sonst würde ich es euch auf jeden Fall empfehlen. Ist kaputt gemacht. Nee. Warte, muss ich mal überlegen. Schon mal was zusammengehört. Ja, du bist nicht lügen. Ich glaube, ich habe. Aber das ist schon, ja, wie gesagt, ich bin alt. Oha. Ich habe noch nie ein Date mit dem Ex einer Freundin gehabt. Das ist wie mit dem Crush, das du halt... Oh, ich hatte so eine dumme. Ich hatte ein Date mit dem Ex meiner Schwester. Weiß sie davon? Ja. Wusste die direkt davon oder hast du es ihr vorher gesagt? Nein, sie hat es gemerkt, wir waren in der Diskothek. Sie hat Schluss gemacht und hat es schon im Schrein gemacht. Mhm. Nein, er hat gesagt, bei mir muss man erst dreimal hingucken und das hat er schon am Badesee gemerkt, dass er eigentlich eher die Tendenz jetzt doch zu mir hätte als ey, deine zu arme Schwester. So ganz fies war oh, das. Oh, damn. Aber der war süß, der hieß Paul. Gewünscht, die Eltern meines Freundes wären meine. Nö. Ich mag die Eltern von Arthur richtig gerne, aber... Ach so, die ist mit diesem Arthur zusammen. Die hat einen Freund und die hat dem ein Bild geschickt, was sie gerne rückgängig gemacht hätte. Okay, verstanden. Aber eine Aufgabe. Ja. Hast du das schon mal? Nee, weil ich ja nur eine Mutter hatte und ich... Ja, Mama, hier nach Hause. Nee, aber wenn doch, du... Doch, eigentlich schon. Doch, ich habe mir das eigentlich so immer gewünscht, tatsächlich. Entschuldigung, aber ich hatte... Nein, aber war da ein Freund zum Beispiel, wo Freundin, du warst? Die Silke. Nein, es geht darum von deinem Freund. Ach so, von dass die Schwiegereltern du so cool fandest. Oh hast. Ja, von dem Opa zum Beispiel. Tut mir leid. Ja, ich nicht. Also ich mag die Eltern richtig gerne, aber ich würde immer meine. Ich würde sowieso meine immer bevorzugen. Also Dankeschön. Ich habe noch nie meinen eigenen Namen gegoogelt, doch. Dankeschön. Ich würde mal wissen, was da so kommt. Genau, was da kommt. Genau. Hat ich habe jeder noch schon gemacht. Liebe dich gesagt, obwohl ich es so meinte. Nee, was? Obwohl ich es nicht so meinte. Sorry. Echt? Nee, ich dann sage ich das nicht, wenn ich dich so meine. Ich habe auch schon mal gesagt. Ah, okay. Ich habe noch nie einen Liebesbrief erhalten. Oh, ja, früher, aber heute nicht. Ja. Also, ich habe noch nie auf dem Klo telefoniert. Oh. Ich habe noch nie an einem FKK-Stand gebadet. Ja, wegen meinen Eltern, denn die waren vorher der Meinung, wir müssen mit der kleinen Ann-Sophie, die 3 Jahre alt ist, auf dem FKK-Stand sehen, damit ihnen ganz viele alte Säcke wortwörtlich im Gesicht rumkommen. Oh, mit 3 Jahren. Ich habe das immer noch im Kopf. Oh, in den Spiegel geschaut. Sie ist einfach traumatisiert von diesem FKK-Strand. Ehre einfach. Was für ein geiles Video, Leute. Ich hab gedacht, wow. Gut aussehen oder nicht? Ja. Nein. Wow. Nein. Oh nein, ich auch nicht. Ich bin nicht so, ich liebe mich nicht selbst. Nee. Bin manchmal zufrieden, aber... Okay, die letzte Frage. Ich habe noch nie im Club rumgemacht. Was heißt denn rumgemacht? Ja, dass du da... Leute, Fun Fact dazu. Hab ich noch nie... Bis zu dem Zeitpunkt, wo Josie kam. Für mich war das immer so ein Ding, so, nee, wird nicht gemacht, werde ich nicht tun und finde ich einfach nicht nice. Und dann war das halt mit Josie dann irgendwie anders. Gell? Jo, ich weiß gar nicht, um was es geht, aber egal. Also, liebe Freunde, das war's mit dem Video. Checkt die beiden unbedingt ab unten in der Videobeschreibung. War auf jeden Fall mega witzig. Schaut auch gerne auf Instagram vorbei, nicht vergessen. Und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren, falls ihr noch nicht gemacht habt. Es kommt jeden Tag ein neues Video für euch online. Also aktiviert die Glocke, die macht einen nicen Sound. Jo, 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 genau den Sound. Ups. Sorry, Prösterchen. Wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video. Haut rein oder gleich auf Instagram. Türkistan so tropisch.